richtig Bock auf Zeug. Ich habe noch Kaffee. Geil. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Don't Starve Together. Für alle, die meinen Main-Kanal nicht verfolgen, das ist die erste Folge auf dem zweiten Kanal. Das ist tatsächlich jetzt schon die vierte Folge, die wir zusammen aufnehmen. Ist ein absolutes Fest bis hierhin. Und in der Tiefe lauert etwas von dem Teich. Das ist ja nicht so schön. Ja, also wir sind ziemlich gehypt. Das Ganze macht ziemlich Bock. Wir spielen das Ganze allerdings blind. Das heißt, wir haben keinen blassen Dunst und das merkt man hier und da auch. Wir sind aktuell immer auf der Suche nach Gold. Gold, ja. Wir nehmen noch zwischendurch ein bisschen Gras mit, weil sonst können wir kein Lagerfeuer machen. Außer du willst jetzt da oben zu dem Lagerfeuer zurückrennen, aber ich glaube, das funktioniert ja weiß gar nicht. Aber hier ist schon wieder Dead End. Mann. Also mein Hauptplan ist gerade halt auch, mal wieder ein paar Blumen mitzunehmen, weil meine Sanity wird ein bisschen geringer. Und ich muss gleich halt ein Lagerfeuer machen, um zu kochen, aber das mache ich einfach, wenn die schwarze Zone kommt, ne? Ja, ja. Die, ich meine, die kommt jetzt wirklich legit gleich. Wir müssen halt. Also ich habe Holz, aber wir müssen das Feuer halt anzünden mit diesen Gräsern. Oh, warte mal, hier sieht's steinig aus. Ja. Und da ist so ein. Ah, hier! Ich hab's! Ein Felsbrocken. Wow. Das sieht gut aus. Ein Felsbrocken ist das völlig normal. Oh, hier bam, ist aber ein bam, 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 bam. Da ist Gold. Yes, sehr we gut. Did it. Wir haben ja vor uns einmal die letzte Folge 2 Minuten weitergespielt. Jo, aber so ist es in meiner Folge. Da da da! So, da da. Oh, hier, oh, hier oben sind Schweineköpfe auf Spießen. Was? Oh. Was ist das? Ist garantiert nicht gut. Ah, ich glaube, ich will hier nicht sein, wenn Nacht ist. Lagerfeuer, Lagerfeuer, Lagerfeuer. Warte, warte. Ich habe nur Fackeln. Ich habe genug Stein für ein Lagerfeuer. Ich habe nicht genug. Ich mach. Mir fehlt. Okay. Onkel Johnny got this. Ich habe halt nur kein Holz zum weiter anzünden. Ich habe übel viel Holz. Holz habe ich. Ich habe nur Gräser nicht. Ich zeig dir jetzt mal hier ein Feuer, Junge. So, denk halt zu essen auch, ne? So, ich bin ja der Vegetarier von uns beiden. Johnny kriegt das Fleisch. Ja, ich kann quasi, mein Charakter kann nur Fleisch fressen. Und das ist natürlich so ein bisschen. So, soll ich die Wissenschaftsstation hier machen? Nee, ne? Ich weiß nicht, hier ist super viel Metall, hier ist so ein krasses Grab. Ja, ich will da oben bei Chester, bei meiner Truhe. Ach, Chester bleibt nur dort oben. Naja, Chester folgt mir nicht mehr, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht hat Chester Angst oder so. So, was ist denn das hier? Stein. Oh! Augen drin. Maxi, mach keinen Scheiß. Ja, wir müssen ein bisschen Action reinbringen, Junge. So. Aber okay. Ich muss sagen, ich bin halt Sanity und geschmacksmäßig echt gut dabei. Also ich auch. Diese getrennte Ernährung ist halt wirklich ganz nice. Und ich meine, ich brate und koche das Ganze. Ich meine, das könnte ich jetzt ja die ganze Zeit machen, oder? Ja. So, okay, ich lass mal wieder zurück zu Chester. So. Ich habe das Gefühl, diese Pilze sind übrigens übel gemein. Ich habe eingezogen gegessen, aber meine Sanity einfach bei Null. Die war einfach bei Null. Du hast sofort den Verstand verloren. Lass mal das hier untersuchen. Ich finde das ja auch nicht schlecht. Das ist der Wiedergeburtsstein. Echt? Als ob. Geht ja. Oder werden. Eine Opfergabe an das Biest? Geh zur Steinhöhle. Untersuche Steinhöhle. Ein einzigartiger Felsbrock. Oh Gott, da sind Augen drin. Okay, lass mal verpissen. Nein, wir machen das so. Ab zu Chester. Das ist. Ich kann das nicht kaputt machen. Können wir nicht irgendwas kaputt machen? Alter, warum bist du jetzt schon wieder so leise? Können wir nicht irgendwas kaputt machen? Johnny. Nee, komm, lass zu Chester gehen. Wir können endlich die Wissenschaftsstation machen. Okay, stimmt, du hast recht. Ich baue hier noch schnell das Zeug ab. Wir haben hier kein richtiges Limit. Aber so super. Warte mal. Was ist los? Man kann Sachen kombinieren. Wie? Sachen, die auf dem Boden liegen, kann man quasi miteinander kombinieren. Und dann? Ja, dann habe ich noch keine Ahnung, was damit passiert. Okay, komm jetzt einfach mit, Alter. So, du kannst einfach Salpeter stacken und so. Jetzt komm mit. Nee, du konntest. Komm her! Ich komm. So, wo war Chester nochmal? Wo war Chester? Warte. Solange du in dem Gebiet bist, was ich auch schon mal erforscht habe. Nee, doch nicht. Ich glaube, der ist westlich. Östlich meine ich. Ja, östlich, aber auch nördlich, ne? Oder? Ah, nee, ich glaube, das ist direkt bei diesem Dead End vom Fluss. Da in der Ecke. Bei Dodo Wars ist natürlich mein Orientierungssinn ein Meme. Aber hier ist er. Ach so, ist es so? Ja, ist ein absolutes Meme. Das ist so sad. So, Peter. Okay, ich mach die jetzt, ne? Ja. Build the machine. Bada! Öffnen, ich habe ein Geschenk bekommen.
Muss ich das dann quasi aufbauen, um extra ein Geschenk zu bekommen? Ich habe einen Rucksack bekommen. Aber das heißt, ich muss auch eine Maschine bauen, damit ich den Rucksack erhalte, oder? Nee, ich kann ihn auch gar nicht benutzen. Ich glaube, es ist eher so ein Meme. Oh, Nahrung. Oh, jetzt kann ich 1000-mal mehr Sachen bauen. Du auch? Warte mal. Erstmal komme ich zu dir. Ja. Mauersegment, Veredelung, geschliffener Stein, Seil. Aber erstmal ein Prototyp. Geil. Okay. Also ich kann es nicht benutzen, so wie es aussieht. Ja, was? Doch. Ich kann einen Kompass bauen. Untersuche Wissenschaftsmaschine. Ja. Ah, ich muss mich halt super. Ja, wenn ich direkt daneben stehe, kann ich es nutzen. Okay. So. Bretter kann ich machen. Ich mach mal hier das Ding hier von der Spinne, ne? Die Spinnendrüse mach ich mal in Chester rein, damit du mich auch wiederbeleben kannst. Wir können eine Truhe bauen jetzt. Das ist doch geil. Ich baue jetzt Bretter und dann Truhen, okay? Okay, kannst du machen. Ich guck hier gerade mal ein bisschen durch. Eine Strommauer ist natürlich interessant. Aber jetzt, also eine Mauer wäre auf Dauer natürlich auch was, aber ich weiß jetzt noch nicht genau, wofür wir die brauchen. Machen wir unsere Base jetzt hier? Also ich meine, das ist ja wirklich eine legitime Frage. Oh, ich kann ein Schild bauen. Ja. Das einzige Problem ist halt dieser Beistelltisch, ob der irgendwem gehört, der irgendwann kommt, der uns richtig hart wegböllert. So, warum sollte ich einen Kompass bauen? Zeigt Richtung Norden. Thermometer bauen. Oh, ich kann das erste Schlafding machen. Ich mache mir mal einen Schlafsack quasi. Guck mal, wir können ja nachts pennen. Die Frage ist so, ob wir das überleben. Wenn Feuer draußen ist, wahrscheinlich schon. Es gibt ja so ein besseres Feuer. Es gibt ja so eins, ja. Soll ich das mal machen? Ja, mach das mal. Ich hack mal den Baum hier weg, damit er nicht anbrennt. Bam, 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 bam. So, wunderbar. Soll ich mal nochmal einen... Ah, das Game geht jetzt ja richtig los jetzt hier. Ja, jetzt, also keine Ahnung, ob wollen wir jetzt passiert. Ich brauche einen Hammer wahrscheinlich, um die Struktur. Ich hab einen Hammer. Soll ich den droppen? Nee, brauche ich nicht. Komm, hier, da. Achso. Der Hammer wissen wir noch nicht richtig, was anzufangen. Nee, ja, ich habe ihn einfach mal gebaut. Ich baue dir. Willst du dir auch mal so eine Schlafsache da bauen? Was ist mein Bestes? Posten Seil dafür und dann muss halt weitergehen. Oh, ich hab mich hängen. Tada! Okay. Öffnen! Warum haben wir jetzt eine Truhe und Chester? T-Shirt. Na gut, dann mach ich die Sachen mal aus Chester raus, oder? Oh. So, ich mach mal in die Truhe alles Vegetarische von mir. Du bitte alles, was Fleisch ist, ne? Wir haben richtig viele Werkzeuge. Wir haben einen Rasierer, wir können unseren Bart rasieren. Aber also, letzte Folge hatten wir einen richtig krassen Bart gehabt. Ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast, aber uns ist ein epischer Bart gewachsen an den Charakteren. Lol. Nee, ist mir okay, da würde ich sagen, wir trennen die Gegenstände, die wir haben. Warte, du bist halt echt genau vor der Kiste noch. So, ich meine noch ein... Ich kann die Kiste gar nicht bedienen, wenn du sie gerade bedienst, oder? Weiß nicht. Kann gut sein. Ich versuche gerade so ein bisschen Ordnung zu schaffen in meinem Inventar. Okay. Ja, dann würde ich sagen, die schwarze Nacht versuchen wir jetzt mal zu pennen, oder? Hast du das super Lagerfeuer gemacht? Lagerfeuer ist cool, ja. Das Feuer stirbt langsam. Ja, Feuer habe ich noch dabei. So, aber jetzt habe ich kein Feuer mehr. Jetzt muss ich wieder Holz angehen. Okay, dann lass mal jetzt pennen. Ja, dann probier mal. Hast du eine Strohrolle? Nee. Dann bau dir eine. Du brauchst ein Seil dafür, bei Veredelung, und dann kannst du dir eins machen. So, warte mal, Veredelung, ein Seil. Dafür habe ich zu wenig Gras. Ich habe halt nicht so viel Materialien jetzt hier. Was brauchst du denn? Wie viel Gras brauchst du denn? Eins brauche ich. Da, ich habe in die Truhe reingelegt. Alter, richtig geil, wir können eine Farm bauen, Alter. Da hätte ich jetzt richtig Bock zu. Farm? Alter, das ist ja richtig Late Game dann, aber dann... Die ganze Zeit voll. Maxim, jetzt mach mal hier hin. So, warte mal. Okay. Ich penne jetzt. Also, Veredelung. So, ich baue ein Seil. Kannst du jetzt auch pennen? Und wo ist dann das Pending? Ich weiß nicht, ich penne. Donny, du bist halt echt kein Teamplayer. Aber das ist gut, da kann ich immer einen anderen Shit machen.
Nein, hier, mach mal. Keine Ahnung, unter. Guck doch einfach nach. Ich gucke ja gerade alles durch. Rohmauern. Was ist hier? Oh fuck, ich hab richtig Hunger. Oh fuck, fuck, fuck. Hast du noch irgendwas zu fressen für mich? Noch gern. Ich hab noch die Pilze. Ich glaube, du musst Chester fressen. Okay, ich glaube, ich bin fucked. Ja, dann ich hab da ist was. Der Beistelltisch hat sich bewegt. Oh nein. Das ist ein Monster. Aber wir können es nicht bedrohen. Okay, okay, wir müssen gleich unbedingt mir was zu essen suchen direkt. Dann gehen wir jetzt da hoch. Wir gehen hier hoch. Oh, fuck. Wir gehen hoch zu unseren Fallen. Ja gut, aber ich sag mal so, ich bin halt schon am Verhungern. Hier wird alles rot. Ja, ja. Wo sind die Fallen? Hier müssen die sein, oder? Oh Gott, fuck. Ich werde dich vernichten. Alter, wir sind wirklich schnell. Ich verstehe nicht. Oh, du hast ihn echt gekillt. Ja, Jäger. Okay, Lagerfeuer. Ich kann kein Lagerfeuer mehr machen. Kannst du ein Lagerfeuer machen? Nö, ich kann nur eine Fackel machen. Lagerfeuer, nicht mehr Holz. Ich muss wieder Holz hacken gehen. Ich wollte aber lange nicht mehr aktiv Holz hacken. Alter, Maxim, ich bin kurz vorm Sterben. Ja, ich geh jetzt hoch und geh einfach hoch. Nee, ich muss mir jetzt den Happen hier erstmal machen. Du kannst das Ding auch so fressen, roh. Aber hier sind richtig viele. So, ich hab Frosch Holz. Jetzt. Ich mach mir jetzt hier ein Lagerfeuer. Ist mir alles egal. Kommst du da runter? Da bring ich dir gleich ganz viel Hasen. Nice, okay? Geil. Okay, schau mal, stirbt man allerdings am Fresstod nicht so schnell. Wäre ja auch ein bisschen weird. Ich tue dir ein bisschen was weiter, ne? Ja, ja. Valhalla wartet! Ah, man kann die Hasen nicht stapeln. Doch, kann man, oder? Scheiße. Nee, kann man nicht. Hasen kann man nicht stapeln. Hasen. Nicht stapelbar. Scheiße. Ja, da kannst du nach, also, wenn du Hunger hast, geh einfach 2 Meter nach oben. So, da sind halt 5000 Fallen und Hasen. Da kannst du dich darum kümmern, weil mir fehlen halt super viel Materialien. So. Okay, dann gehe ich da jetzt hoch. Warte, ich drop dir noch den Shit. Ah, shit. Alter, du bist halt wirklich ein fucking. Warte, komm her. Warte, ich muss. Lass den Hasen jetzt hier fallen. Ah, hier sind ja richtig. Jetzt hab ich ihn getötet. Wow, ich bin halt weird. Du bist halt wirklich ein Anti-Mate, was das angeht, ne? Ja, ich bin ein bisschen cool. Ich esse das jetzt auch. Es ist halt so gut, dass es mit dem Fallen klappt, ne? Ja. Wäre nur schade, dass wir. Aber wir können jetzt auch hier das ganze Gras wieder abbauen, ne? Weil da haben wir ja echt ein. Ja, das wächst ja auch nach. Aber das ist so cool, ey. Das macht echt Bock, das Game. Kann ich anders sagen. Vor allen Dingen auch mit den Früchten habe ich halt unendlich Nahrung. Also ich glaube, das ist für mich halt wirklich überhaupt kein Problem. Ja, aber ich glaube, jetzt als nächstes da die Farm zu machen, ist glaube ich trotzdem. Also ich habe da Bock zu. Ich meine, ich bin ja der Fleischfresser unter uns. Aber ich, glaube, so für die Grundaufteilung ist ganz gut, wenn ich jetzt quasi in deiner Folge mehr Shit bastel, also mehr uns um die Base quasi kümmern. Ja, aber ich weiß halt noch nicht, also ich meine, ich kann jetzt einfach rumlaufen, aber ich weiß noch nicht warum, weißt du? Ich glaube, so ein paar Sachen untersuchen, weil es gibt halt so viel Shit noch zu entdecken. Ich muss sowieso mal. Ich glaube, ich brauche einfach auch jetzt übelst viel Kisten. So. Also, das ist halt auch so ein kleines Problem. Ich gebe dir mal hier noch eine Falle, by the way. Ja. Brauche ich halt wirklich nicht. Keine Ahnung, ich kann ja einfach irgendwo hinstellen hier oben, aber. Du lässt halt so viel liegen hier, ne? Ich glaube, es geht richtig brutal Holz hacken. Ich habe irgendwas Diamant, eine Veredelung? Ach nee, aber also die Frage ist jetzt, was suchen wir jetzt nächstes? Also was ist unser Plan? Wonach gehe ich gucken? Ich würde sagen, wir gehen jede Technologie durch und wir können uns erstmal zum Beispiel cool ankleiden. Das geht glaube ich immer, weil ich sehe jetzt schon, wir fühlen uns wohl und es bricht hier Tag 6, Tag 7, Tag 8 an, alles ist geil und dann kommen euch im Monster und One-Shotten und so. Ja, vor allem dieses One-Shotten stelle ich mir da auch gut vor. Ich mache dich jetzt übrigens im TS lauter, weil irgendwie wirst du jede Minute leiser. Ja. Aber eigentlich nicht. Aber anscheinend doch. Who knows? Fällt erstmal Bäume. In der Hoffnung, dass ich nicht von dem Baummonster angegriffen werde. Du pflanzt wieder Bäume? Nee, ich fälle Bäume. Du willst also wieder Beef. Okay, also, wollen wir zu unserer richtigen Base zurück? Ich bin da schon. Ich bereite schon alles vor für ein Feuer. Also. Ja, ich überlege, ob ich den Marmortypen mal mit zu uns bringe. Da.
kostet auch Samen und so ein Shit reingehen. Hm? Ja, also dieses. Ich glaube, du solltest. Ich meine, das ist ja. Kümmer du dich mal um das Beet, oder? Ich meine, das ist halt für dich perfekt. Aber erstmal muss man hier ein bisschen hacken. Das Feuer kann man dort bei der Stelle ja nochmal anmachen. Dann müssen wir den Stein nicht verbrauchen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das okay ist. So, Froschschenkel. Kanickel. Bam, 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 schmam. Ich leg dir jetzt immer den ganzen Scheiß, den ich quasi nicht fressen kann, leg ich dir da jetzt immer rein und umgekehrt, ne? Wir machen jetzt richtig viele Kisten. Das ist so meine Idee. Na gut, dann mach du das mal. Machen einfach Fresskisten und Materialkisten und so weiter. Ich glaube, das ist ja so der Klassiker. Aber das würde ich immer in der Episode machen, in der der andere... Ja, mach du ruhig. So, ich muss mir... Also keine Ahnung, was mit meinem Charakter los ist, aber der hat wirklich einen absolut kranken Hunger. Also du musst dir vorstellen, ich habe jetzt 4 Kanicke gefressen und nochmal 2 Frösche und... Ich bin das ist halt aber auch übel unrealistisch. Also normalerweise... Ich meine, du bist doch wahrscheinlich auch der deutlich bessere Kämpfer. So. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, ich muss wieder irgendwas killen gehen. So, ich habe legit Hunger. Wir haben auch Schaufeln, ne? Also wir können auch Schaufeln machen, vielleicht kann man da nach Hasen buddeln. Oh, das ist eine gute Idee. Rausbuddeln. Ja. Denk dran, du darfst nicht zu weit raus, ne? Weil es ist schon wieder Todesnacht. Das ist sackt halt, ey. Also ich meine, ich habe halt gerade echt das Problem des dauerhaften Hungers. Ich meine, ich habe einfach das die ganze Zeit nie. Ich krieg so viel Essen. Also ich krieg echt viel durch ganz einfache Sachen. Mein Charakter ist Bären. Ich muss mal gucken hier bei Nahrung. Ich meine, da muss ja auch was für mich sein. Verbesserte Farm, einfache Farm, Dürremittel, Pilzpflanzer, Bienenkästen. Oh, versorge dich mit eigenen Bienen. Ah, das hilft mir auch nicht wirklich weiter, ne? Damit kostet du besseres Essen. Aha. Holzkohle. Geschliffener Stein, Zweige. Holzkohle haben wir schon mal gemacht in unserem Leben. Holzkohle, indem wir 5000 Bäume verbrannt haben, ja. Ja. Dann lass doch hier gleich. Sollen wir einfach über Nacht hier mal abfackeln? Wollen wir? Hier oben. Also du willst jetzt hier alle Morschen abfackeln, oder was? Ja. Okay, also na dann mach. Kontrollierte Brandrodung ist nicht schlecht. Weiß noch nicht, ob das so kontrolliert ist. Ah, das ist schon gut. Pilzebrenner. Maxim, glaubst du, unsere Truhe kann brennen? Ich glaube nicht, nein. Das ist niemals nah dran. Nimm das, Natur. Holzkohle, Holzkohle, ey, ey, ey. Holzkohle, Holzkohle, ey, ey, ey. Das ist jetzt übrigens schwarze Nacht, ne? Ja, das ist gut. Das ist alles richtig. Guck mal, unsere Sanity ist 10 von 10. Aber das ist schon halt wirklich, ne? Sanity ist wirklich nice. Das Problem ist nur, ich habe halt wirklich Hunger. Ich bin halt gleich schon wieder am Verhungern, ne? Das ist halt echt insane. Oh, warte mal. Nimm mal hier die Fackel. Joris, um Dinge aufzuschreiben. Xim? Was denn? Ist alles gut. Also ich finde... Oh. Ja, das ist nur ein... Das geht. Niemand kommt der Kiste zu nah. Das Wichtige. Okay, also ja, ich mache jetzt nicht die Holzkohle. Ja. Nein, die Holzkohle geht weg. Das ist Asche. Das ist Asche, ja. Die Bäume sind Holzkohle. Achso, aber Asche sollten wir auch aufsammeln jetzt gerade. Ja, zack. Da ist Holzkohle. Wir werden immer mutiger, ne? Das werden wir irgendwann richtig heftig bereuen. Echt in der Menüführung muss man sich erstmal zurechtfinden. So, okay. Hast du jetzt genug? Alter, also, wir haben alle Bäume gekillt. Das ist ein bisschen scheiße aus. Okay, was mach ich? Also, das ist ein bisschen doof. Also, ich würde sagen, ich brauche jetzt ja mehr Holz für Kisten, aber das gibt's nicht mehr. Der Plan ist halt aufgegangen, ne? Aber. Das Holz ist gone. So, also. Ich mach jetzt hier mal eine kleine Steinkiste. Also, es brennt halt. Oh, warte mal, der Frosch! Alter, du bist in unserer Base! Warte, lock mehr Frösche an, Alter. Ja, geil! Ja, hier, die kommen freiwillig! Aber danke, dass du mir hilfst. Nee, ich muss erst mal. Ich will die Waffe auswählen. Einen Froschschenkel nur. Ich muss mal wieder 50 Sperren essen, um das hier wieder gut zu machen. Fuck, jetzt habe ich die gegessen statt gekocht. Oh Mann. So, war ich? Eigentlich wollte ich gerade ganz genüsslich die ganze Holzkohle abbauen. Alter, es brennt halt immer noch, ne?
Bis wir dann nie wieder aufhören zu brennen. Ich meine, ich pflanze hier schon wieder vorne an. Also. So, und die Holzkohle wird jetzt quasi unser Brennmaterial. Ja, schon, aber eigentlich wollte ich damit vor allem sowas bauen, womit man besseres Essen machen kann. Weil gerade sehe ich mich halt echt einfach sterben. Alter, wir sind hier an einem Teich, ne? Das ist halt wirklich scheiße. Ich meine, du hast halt deine Frösche. Hey, das ist doch mega geil für mich. Ja, dann kill die jetzt aber auch mal. Ja, geh mal weg, geh mal weg. Lass das mal Erwachsene machen. Ja, klar, die chasen mich. Die, bitch, die. Ich verliere halt nicht mein Leben, ne? Alter, es kommt noch mehr. Okay, ich verliere doch mehr. Du killst jetzt alle. Ich lock jetzt zu dir. Weil ich bin jetzt schon echt tot. Ja, okay. Ich auch. Alter, gibt's noch endlich von denen? Das ist halt übel geil für mich gerade. Ja, geil. Aber wir müssen irgendwie um das HP wiederherstellen. Ich mach jetzt nicht mehr. Ja, kann man doch garantiert überfressen, oder? Alter, das ist geil. Endlich habe ich wieder Essen. Ja, irgendwie meine Bären stellen halt echt wenig HP wieder her, muss ich sagen. Ja, die komplette Froscharmee, die wir gerade gekillt haben, ne? Schafft es einmal mein Essen einfach voll zu machen. Ist einfach in deinem scheiß Maul die ganze Zeit. Jo, oh, hier sind noch mehr, richtig geil. Alter, dass die ein. Alter, ich glaube, das war einfach dumm von uns. Nee, ich sterb nicht. Okay. Change my mind. Ich glaube, wir müssen das Ding wieder einpacken. So, weißt du was? Wir müssen ihn ins Feuer locken. Oh, das ist eine gute Idee. Machen wir eine Fackel. Ja, wir brennen den an. Okay. Ja. Vielleicht habe ich deinen Gericht direkt gebracht. Oh, ich brenne! Ich brenne! Maxim, geh in den Teich! Gut. Was? Okay, jetzt kann man das Wiedergebären üben. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Warum kannst du dich nicht mehr bewegen? Ich habe einen kleinen Interessenskonflikt hier gerade. Okay, wir werden nicht mehr. Also, ich meine, wir haben jetzt auch bei dieser Episode echt viel gelernt. An dem Teich, vergiss es. Wir gehen zu den scheiß Hasen. Nein, wir bleiben hier, Alter. Das ist das Einzige, wo ich essen kann. Wie viel Holzkohle da liegt. Die haben mich aber komplett ausgelaugt. Ernie, mein Gesichtsausdruck. Weißt du das? Der ist gerade sehr zutreffend. Ach so, wir sind bei 23 Minuten. Deswegen würde ich sagen, die Wiederbelebung. Wiederbeleb mich! Die Wiederbelebung von Maxim, die kommt in seiner Folge. Tschüss. Nee, die macht das jetzt am Ende.